Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Schaupow vom DRK Rettungsdienst Rhein-Hessen-Nahe. Ich bin primär für das Gesundheitsmanagement zuständig und Projektleitung für das Projekt Flexible Arbeitszeitmodelle im Rettungsdienst. Heute möchte ich mich mit Thomas Adrian, Leiter Rettungsdienst für den Bereich Nahe, und Oliver Wilber, dem Wachenleiter der Rettungswache Kirn, unterhalten. Vielleicht, Thomas, kannst du kurz was zu dem Projekt FEAR sagen? Es hat ja schon so ein bisschen angefangen. So ein paar Worte. Genau, also Grundgedanke von dem Projekt FAIR ist es, die aktuell vorhandenen Dienstpläne, die ein sehr starres Modell sind, also die mit festen Rahmendienstplänen und festen Schichtdurchläufen versehen sind, zu adaptieren auf die entsprechenden Lebensphasen unserer Mitarbeiter, weil wir eben festgestellt haben, dass nicht in jeder Lebensphase ein starres Dienstplanmodell das ist, was der Mitarbeiter braucht, weil sich eben Lebensphasen auch ändern können. Sei es in der Erziehungssituation, nach einer Elternzeit, dass man reduzieren möchte zum Beispiel, aber das kann auch die Pflege von Angehörigen sein, die vielleicht erfordert, dass man anders arbeitet als früher, und um da eine Mitarbeiterorientierung zu haben und auch auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter eingehen zu können, haben wir uns eben entschlossen, an diesem FAIR-Projekt mitzumachen. Also Lebensphasenorientierung ist so das Schlagwort, das Wichtige, um was es da geht. Andererseits ist mir auch wichtig, jetzt an dieser Stelle schon zu betonen, dass das keine Zwangsflexibilisierung werden soll. Also wer Planbarkeit braucht und wer seinen festen Rahmendienstplan weiter haben möchte, der soll das auch dürfen natürlich. Und für die Mitarbeiter, wo es nicht mehr passt, für die wollen wir eben Angebote schaffen und das Ganze nicht als Zufallsprodukt, sondern mit einer Idee hinten dran und mit einem Standard, den wir machen. Darum geht es in diesem Projekt, und es hat natürlich auch was mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Also wir wollen uns auch als Arbeitgeber verstehen, der eben auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingeht, und freuen uns über das Projekt, und ist ja auch schon sehr viel gelaufen, und ich hoffe, dass wir gute Ergebnisse erzielen. Genau, du sagst, es ist schon einiges gelaufen. Wir haben natürlich nicht nur eine Wache im ganzen Kreis, sondern 18 und im Bereich Rheinhessen auch dazu. Jede Wache hat im Prinzip die Option mitzumachen. Es gehen natürlich nicht alle Wachen, versteht sich, das wäre zu viel. Daher haben wir erstmal zwei. Mit einer Wache hatten wir auch schon einen Workshop. Deshalb sitzt du, Oliver, heute hier, und in der zweiten Wache, die auch mit eingestiegen ist, das Projekt wird der Workshop noch stattfinden. Es ging einfach erstmal so darum, herauszufinden, was brauchen die Mitarbeiter. Du hast eben schon gesagt, das denkt man sich, Lebensphase vielleicht jünger mit Kindern, älter vielleicht früherer Ausstieg oder weniger Nachtdienste. Deshalb haben wir einen Workshop gemacht bei dir, Oliver. Kannst du vielleicht so ein paar Sachen zu sagen, wie es empfunden hast im Workshop und was deine Kollegen so sagen? Ja, die Teilnahme war ja recht rege, und es hat sich auch relativ schnell herauskristallisiert, was es für Bedürfnisse gibt. Die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Die erkennt man schon mal daran, dass bei Menschen, die erst ein paar Jahre im Beruf sind, durchaus andere Bedürfnisse bestehen als die, die eher am Berufsende sind. Oftmals hört man dann eher ein paar weniger Nachtdienste im Monat. Anderswo gibt es Bedürfnisse, weil man beispielsweise die Kinderbetreuung regeln muss. Gerade am Ende der Elternzeit gibt's da Dinge, die zu regeln sind. Und da gab es ganz, ganz viele Ideen, die einfließen können. Bleibt abzuwarten, was davon lebbar ist, was auch wirklich sich nach einer Erprobung herauskristallisiert, was nicht nur Ideen sind, sondern auch realisierbar ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Genau. Wichtig ist vielleicht noch, flexibel nicht unbedingt heißen muss, dass ich nicht weiß, wie ich in 2 Wochen arbeite oder wie ich in 4 Wochen arbeite, sondern dass auch nicht unbedingt bei 16 Leuten auf einer Rettungswache jeder das gleiche Grundgerüst eines Rahmendienstplans haben muss, sondern dass durchaus unterschiedliche Grundgerüste sein können, die sich allerdings gegenseitig ergänzen müssen, damit das System funktioniert. Also ein Getriebe nicht nur aus einem und dem gleichen Zahnrad, das mal 16, sondern Zahnräder, die sich gegenseitig ergänzen. Genau, du hast gerade eben Probephase gesagt, das finde ich auch sehr positiv an dem Projekt. Wir haben am Anfang einen Steuerkreis gebildet, wo wir uns die ersten Ideen gesammelt haben, dann einen Workshop gemacht. Im Herbst wird es eine Probephase geben, in der man einfach feststellt, passt das oder passt das nicht. Falls es nicht passt, kann man auf das Alte zurückkehren, das ist kein Problem, weder von der Rettungsdienstseite noch von Wachleiterseite. Dann ist es einfach eine Feststellung und eine Probe gewesen. Vielleicht kommt aber auch was heraus, was man weiterleben kann, und das wünsche ich mir, das wäre natürlich ein Gewinn, und ist jetzt eine kleine Wache, was aber Vorteile hat.
weil es hier halt eben nicht so viele Rettungsmittel gibt, auf die man mal wechseln kann für den Fall, dass man einen Termin hat oder sein Kind früher abholen kann, sondern hier wird eine Idee gestrickt, die man auf einer kleinen Wache leben kann und auch leichter auf eine größere Wache übertragen kann. Wichtig ist, das möchte ich vielleicht noch ergänzen an der Sache, dass wir uns ja keinerlei Denkverbote auferlegt haben, dass alle Ideen willkommen sind und wir eben dieses Projekt nutzen, um zu gucken, was ist tatsächlich umsetzbar, was bewährt sich. Das wird dann auch nach dieser Probephase hinaus Bestand haben. Und zwar nicht nur für die Testwachen, die jetzt am Projekt beteiligt sind, sondern möglichst auch für alle, dass alle davon partizipieren können. Und es werden sicherlich auch Ideen nicht umsetzbar sein, das muss man an der Stelle vielleicht auch offen und ehrlich schon ansprechen, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir in dem Projekt gute Ergebnisse erzielen werden, wo jeder was hinterher von hat und was uns weiterbringt, ne? Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass einfach alle eingeladen sind, sich zu beteiligen und mit Ideen herzukommen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht auf der Hand liegen würden. Also wie gesagt, keinerlei Denkverbote, alle Ideen sind willkommen und wir schauen, was wir umsetzen können. Und ich denke, dann wird es gute Ergebnisse geben. Ich denke, wir werden in nächster Zeit noch einige voneinander hören und so sehen. Schon mal an der Stelle vielen Dank für das Gespräch. Gerne.